Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark. So, Klaus hat sich schlau gemacht. Ich habe drei Punkte identifiziert, drei Gebäude identifiziert, die ich eventuell noch nicht betreten habe. Und die werde ich jetzt angehen. Die werden wir zusammen besuchen und gucken, ob das wirklich so ist. Ich schaue jetzt gerade nochmal. Rucksacktechnisch. Ich habe zwei Rucksacks. Sieht das gut aus? Und wir werden das jetzt angehen. Ein Ding ist ganz in der Nähe. Und zwar gibt es hier einen Trailer oben. Da, wo der Bär hochkommt. Da in der Richtung da hinten. Da oben gibt es einen Trailer. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich da schon war. So, aber pass auf. So, wie war das nochmal? Vier? Nee. E? Jawohl. So, ein bisschen Köder mitnehmen, falls uns ein Wolf begegnet. Ja, auf jeden Fall. Ich habe drei Orte ausgemacht. Einmal der Trailer oben, zu dem gehen wir jetzt als erstes. Dann Richtung Bergwerk. Wenn man da aus dem Bergwerk quasi rauskommt und rechts den anderen Trailer besuchen geht, wenn man da geradeaus geht, gibt es da eine Waldlichtung. Da steht auch noch ein kleines Häuschen. Da war ich mit Sicherheit noch nicht. Kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich da war. Und das letzte Ding ist auch noch ein kleines Häuschen. Und zwar auch auf einer Waldlichtung. Und da war ich, glaube ich, auch noch nicht. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich den vergessen habe. Den Gebäude, den Haus. Richtung Campingplatz, also Richtung Picknickplatz hinten. Und das ist seltsam, dass ich das Ding total vergessen habe. Und ich hoffe mal, dass das die drei letzten Gebäude sind. Das heißt, diese Folge wird sich rund um das Achievement hereinspaziert drehen, wie vermutlich der Titel verraten wird. Es sei denn, es passiert was Außergewöhnliches, wie ich werde von einem Bär gefressen oder so. Dann natürlich nicht. So, und dieser Container da oben. Ich meine, mich vage erinnern zu können, dass ich den besucht habe, als wir Richtung Wolfsberg gegangen sind. Bin mir aber wirklich nicht mehr ganz sicher. Deswegen gehe ich da jetzt auf jeden Fall rein und werde das abchecken. So, und bei den anderen beiden Häusle bin ich mir sehr sicher, dass ich da wirklich noch nicht war. Ja, hier waren wir schon drin, ne? Also nicht neuer Ort entdeckt. Und dann gucken wir mal, was wir hier einfach noch so finden und werden das einfach mitnehmen und uns dann auf den Weg machen. Yeah, ein Fleece-Pullover. Ja, zweimal Altholz, einmal Fließpullover. Das sind die Sachen, die man halt nicht braucht, wenn man in Richtung Wolfsberg geht. Es sei denn, man hat keinen Pullover. Und dann eventuell schon. So, und jetzt werden wir von hier aus werden wir ganz einfach in diese Richtung da gehen. Und ich hoffe mal, dass das da hinten kein Bär ist. Also genau, Forestry Lookout, da müssen wir auf jeden Fall dann vorbei. Allerdings eigentlich nicht oberhalb, sondern unterhalb. Unterhalb würde uns reichen. Und dann müsste das eigentlich passen. Ich hoffe mal, dass wir das hinkriegen. Also, wir sind bewaffnet, wir haben Köder dabei, es kann eigentlich nichts passieren. Minus 7 Grad. Der folgt uns echt, ne? Pass auf hier, nimm mal Köder. Ich gehe extra mal da lang. Werde das mal beobachten. Er scheint den Köder schon gefressen zu haben, ne? Also im Sinne von, hey, hat er mir da was Leckeres hingelegt? Ja, perfekt. Das ist natürlich wirklich cool, ne? Auch wenn das beim letzten Mal irgendwie nicht so gut funktioniert hat mit dem Köder, da war ich aber offensichtlich schon zu nah dran.
Aber so generell ist das schon eine coole Sache mit dem Köder. Oder mit den Ködern. So, genau. Da sind die Cabins, die vier Stück. Ne, da sind die Kletterseile, wo es hoch zum heißt das Ding hier auch Forestry Lookout? Ich weiß es gar nicht mehr. Also zum Abandoned Lookout heißt es laut Karte. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt hoffe ich mal, dass uns hier auf der Strecke nicht der Bär begegnet. Wir müssen aber da lang, nicht da unten lang. Wir gehen den Weg hier oben. Und ich meine, der Bär kommt von unten. Ich würde jetzt mal so gerne hüpfen, um zu gucken, ob da ein Bär kommt, aber hüpfen ist halt nicht, ne? So, und dieser Weg hier führt uns direkt zum Trailer neben dem Bergwerk. Und eigentlich müssten wir bei gutem Wetter von dort aus schon die Hütte so vage erkennen können. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich bin gespannt. Minus 2 Grad. Guck mal, das ist doch schon mal besser. Ach, wir gehen auch gerade windgeschützt. Das ist auch gut. Ich habe hier doch schon wieder irgendwas gehört. Freunde der Sonne. Geht mir nicht auf die Nerven. So, da unten können wir den See entdecken. In der Ferne. Aber da müssen wir gar nicht hin. Wir gehen hier oben quasi diesen Pseudo-Weg weiter. Klaus hat Pseudo gesagt. So. Denn der Weg führt uns quasi direkt zum Trailer. Und von dort aus gehen wir einfach straight geradeaus durch die Pampa. Wir müssten eigentlich jetzt hier unten irgendwann gleich eine Brücke sehen können. Da unten sehen wir die Straße. Ne? Da sind die ist die Holzverarbeitungsanlegestellen Fraktionsgebietsvorsteherin. Hä? Das wird leider zu lang für den Titel sein. So, wir müssen jetzt eigentlich auf den Trailer genau zulaufen. Jawohl, da ist er auch. So, und jetzt hier unten müsste man eigentlich den Brücke sehen. Irgendwo. Spielt aber für uns keine Rolle. Denn wir gehen hier weiter. Wir gehen einfach hier weiter. Und wir biegen jetzt hier scharf rechts ab. Ja. Alles easy. So, gehen hier rauf. Da ist die Brücke. So, wenn da die Brücke ist, ja, dann sind wir im Prinzip auch schon so weitestgehend richtig. Das war jetzt vielleicht nicht der cleverste Punkt hier, ne? Aber geht. So, und das Haus liegt jetzt hier quasi rechts von uns, müsste es normalerweise. In einem kleinen, schnuckeligen Waldgebiet. Nee, das ist irgendwie nicht das, was ich meinte, ne? Aber das ist die Hütte hier, oder? Ja, genau, das ist die Hütte. Das ist aber nicht die, ich meinte. Okay. Also, das ist nicht die ich gedacht habe, die ich meinte. Ach, jetzt verstehe ich das erst. Okay, ja. Okay, alles klar. Ja, das ist aber kein Problem. Dann bleibt eigentlich nur noch eine Hütte.
Ich habe mich mal wieder auf der Karte verguckt. Ne? Ich bin ja auch so ein Kartenlesetalent. Also, die Hütte, die ich auf der Karte gesehen habe, ist die Hütte da oben. Aber da waren wir auf jeden Fall schon drin. Die Hütte, die jetzt noch übrig ist, ist die hier in der Richtung. Also, da gleich runter. Und da bin ich mir sehr sicher, dass wir da nicht waren. Und das könnte das letzte Innengebäude gewesen sein, was uns für das Achievement noch fehlt. Ich hoffe das zumindest. Ich hoffe das sehr. Ja, komm, Gretchen, komm, komm, komm. Du schaffst es, hier rauf zu gehen. Sag ich doch. Du schaffst es. So, da ist die Straße, da müssen wir nicht hin. Wir müssen weiter hier in die Richtung. Und ich meine, auch von hier könnte man die Hütte irgendwie erspähen. Von hier oben so, wenn man da über den Hügel guckt. Ein ausgewurzelter Baum. So, ich meine, von hier irgendwo müsste man die Hütte schon sehen können. Ich meine, wir laufen auf jeden Fall genau darauf zu. Und diese Hütte liegt in der Tat ein bisschen versteckt hier, ne? Und ich glaube echt, hier waren wir noch nicht. Eigentlich müsste sie hier sein. Hey, hallo. Wer hat mein Haus geklaut? Da ist genau diese Hütte, habe ich gesucht. So, Kinders, drückt uns die Daumen, dass das die letzte Hütte ist, die uns fehlte für das Achievement. Herr Rein spaziert und... Jawohl, hier waren wir auch noch nicht, da sind die Hagebutten noch draußen. Und ich mach's spannend, ich gehe erst Hagebutten pflücken. Arbeit muss sein, ne? So. Und dann laufen wir hier natürlich nochmal einmal ums Haus rum, um zu gucken, ob wir hier nicht noch irgendwas übersehen haben oder so. Aber hier ist eigentlich nichts in der Nähe. Wobei hier theoretisch könnten hier irgendwo Leichen liegen. Aber dann müssten hier auch eventuell irgendwo Krähen liegen, fliegen. Okay, komm, wir spannen uns nicht länger auf die Folter. Hereinspaziert. Freunde der Sonne, wir haben dieses verdammte letzte Achievement, was uns noch fehlte, errungen. Und das bedeutet, wir müssten jetzt ja eigentlich bei 90% angekommen sein. Jawohl, 10% fehlen uns noch. Das ist sehr cool. Also diese Hütte fehlte uns noch. Ne? Die hatte ich auch echt nicht mehr im Gedächtnis. Also ich kenne diese Hütte, ich war hier schon ein paar Mal, aber diese Hütte habe ich nicht im Gedächtnis gehabt. So, ich habe ja in der letzten Folge nochmal versucht zu reflektieren, so gedanklich, wo warst du überall, Klaus? Was hast du vergessen? Aber diese Hütte hatte ich nicht mehr im Gedächtnis. Ja, läuft bei uns. So, das war das letzte Achievement. Schön, schön. Wir sind ein bisschen hungrig. Pass auf, das können wir doch mal... Ja, nicht mit Wolfsfleisch regeln. Wir regeln das mit Trockenfleisch ein bisschen. Schimmeliges Trockenfleisch kann man essen, muss man nicht. So. 10 Stunden Tageslicht. Das bedeutet, wir gehen jetzt weiter. Ne? Uns fehlen noch die Anglerhütten. Alle Anglerhütten hier fehlen uns noch. Von daher würde ich vorschlagen, die machen wir jetzt auch noch. Da kenne ich ja nichts. Ne? Passt auf, wir machen das aber gerade mal kurz anders. Wir machen das mal so und so. Und so. Und so. Sehr schön. So, jetzt habe ich nämlich die Karte ausgeblendet, weil für die Anglerhütten brauchen wir die Karte nicht. Jetzt sehe ich nämlich, wie viel Zeit uns noch übrig bleibt. Ah, hervorragend. Hervorragend. Tja, somit haben wir alle Achievements. Ausnahmslos alle Achievements. Jetzt fehlt nur noch das Achievement Fall vom Berg des Grauens. Und überlebe. Okay, so. Anglerhütten. Sehr schön. Oh, das freut mich, dass wir am Rätselsee nichts mehr vergessen haben an Innengebäude. Weil das wäre eine Sucherei geworden, ne? Das wäre wirklich eine Sucherei geworden.
Aber so ist es im Prinzip optimal gelaufen. So, ich muss jetzt nochmal das Gewehr rausholen. Jetzt haben wir natürlich für die Anglerhütten wieder mal echt Kackwetter erwischt. Ich gehe jetzt einfach mal in die Anglerhütte als erstes rein. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob in der Richtung da irgendwo noch eine Anglerhütte ist. Ich sehe in der Ferne jetzt gerade keine. Das muss aber natürlich nicht unbedingt was heißen, ne? Da haben wir echt uns ein Kackwetter ausgesucht. 2 Grad. Ich glaube, ich lege jetzt gleich mal den Schlafsack aus und warte einfach mal eine Runde. In der Hoffnung, dass das Wetter eher besser als schlechter wird. Hier in dieser Anglerhütte. Jawohl, Zeitung, Sardinen. Oh, da hätte ich mal gucken sollen. Wie halt bei 79% hatte der noch. Ach so, ich muss mich korrigieren. Wahrscheinlich hat das einer von euch schon unter die letzte Folge geschrieben. Der Patch, seitdem die Lebensmittel weltweit schlechter werden, ist ja noch gar nicht 250 Tage alt, so wie wir hier jetzt überlebt haben. Ne? Ich muss mich korrigieren. Ich weiß allerdings nicht, wann der Patch rausgekommen ist. Also wie viele Tage wir da überlebt hatten. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Dennoch finde ich, finde es nach wie vor vertretbar. Ich finde das mit der Haltbarkeit der Lebensmittel, dass die Lebensmittel, die halt in der freien Welt rumstehen, Haltbarkeit verlieren, finde ich in Ordnung. Also ich hatte mir das schlimmer vorgestellt und das ist definitiv nicht eingetroffen. So, pass auf, wir werden das so machen. Ich werde ein bisschen versuchen, das Wetter hier im Blick zu halten und mal eine Stunde warten. Ja, was soll ich sagen, ne? Hat nicht funktioniert. Okay, wir ruhen uns einfach noch eine Stunde aus. Alter, steck doch wirklich die Schnauze in die Hütte. Okay, man ist offensichtlich in den Anglerhütten nicht mehr sicher, weil der Bär einfach seine Schnauze durch die Tür stecken kann. Boah, ist das ein Drecksack, ey. Und jetzt hat er mich wahrscheinlich auch noch aus der Hütte rausgezerrt. Ja komm, ich hätte gerne... Ich würde gerne irgendwie was sehen. Das wäre super. Ach, ich bin auch noch unter der Erde. Tja, Kinders, was soll ich sagen? Okay, jetzt könnte man natürlich sagen, Klaus, warum hast du diese verdammten Bären angeschossen? Könnte man sagen. Aber das ist natürlich jetzt eine Sache, da sage ich ganz ehrlich. Ah. 254 Tage, 1 Stunde, 49 Minuten. Also das war jetzt verbuggt, ne?
So, da ich jetzt in der Aufnahmesession bin, wo ich 5 Folgen hintereinander aufgenommen habe und ich zwischen den Folgen keine Datensicherung gemacht habe, werde ich das hier nicht zurücksichern. Ne? Also wir hatten keine Chance, ne? Ihr habt das. Also man konnte das erkennen, ne? Ich war unter der Fischerhütte und bin gerade aufgestanden, da war der Bär schon wieder an uns dran. Was soll ich sagen? Also das ist. Das ist auch ein bisschen ärgerlich jetzt für mich. Also. Okay, wir haben das Achievement geholt. Und sind nach 254 Tagen gestorben. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Es ist doch schlimm. Es ist sehr schlimm. Tagebuch speichern, ja bitte. Was ein Rotz, ohne Scheiß, ey. Okay, komm, wir blättern nochmal durch die Statistik. Gretchen, Ruhe in Frieden. 90% erkundete Welt. ...616.000 verbrauchte Kalorien. 254 Tage überlebt. 145 entdeckte Orte. 2425 Kalorien durchschnittlich. Ich verstehe die Gesamtspalte noch nicht so ganz. Achso, alle Spielstände gesamt, ne? Zurückgelegte Strecke 571,7 Kilometer. Yeah. Wir haben auf jeden Fall verhältnismäßig viel geschlafen, ne? Wir haben mehr geschlafen, als wir wach waren. Das ist auch schon. Ich glaube, wenn man jetzt einen neuen Spielstand anfängt mit dem neueren Patch, wird dieses Verhältnis nicht mehr stimmen. Also kann man ja jetzt gar nicht mehr, ne? Man kann ja nicht mehr länger als 10 Stunden schlafen. Und wir waren deutlich länger drinnen als draußen, ne? Auch unglaublich. Stunden draußen ausgeruht 122. Wir haben 122 Stunden draußen gepennt? Wie konnte das denn passieren? Na gut, da zählen die Übernachtungen in den Höhlen wahrscheinlich mit dazu, ne? 40 Tage am Rätselsee. 61 Tage im idyllischen Tal. 77 Tage am Wolfsberg. Ein Tag am trostlosen Ort. 16 Tage nur in der Küstenstraße. Ah. 96 Bogenschüsse. Mit dem Bogen getroffene Tiere 79. Okay, von den 96 Bogenschüssen, ich kann mich mindestens an 2 erinnern, die ich irgendwo in die Pampa geschossen habe, weil ich irgendwie rangezoomt habe und gezielt habe. Ach, nee. Unbelievable. 142 Begegnungen mit Wölfen. Hey, mit Köder abgelenkte Wölfe 6. Läuft bei uns. Überlebte Bärenangriffe 4. Getötete Bären 6. 48 getötete Kaninchen. Da kann ich mich auch nicht erinnern. 48 getötete Kaninchen? Wo sind die denn alle hergekommen? Fast 600 Kilogramm Fleisch verzehrt. Das wird sich vermutlich mit einem neuen Spielstand auch eher nach unten bewegen, drastisch. Das ist echt unglaublich, ey. ...874 gesammelte Pflanzen. Längstes Feuer 77 Stunden. Ja, das wird dann wohl in der Schlucht passiert sein, ne? 77 Stunden, das haben wir aber lange durchgehalten da, ne? 77 Stunden hätte ich jetzt nicht gedacht. 93 Feuer gemacht. 26 Knöchelverstauchungen. 41 Lebensmittelvergiftungen. Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Das würde ja bedeuten, dass wir grob alle 5 Tage eine Lebensmittelvergiftung bekommen hätten, oder? Ja, alle 6 Tage. Kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Eine Unterkühlung. 18 Blutverluste. 5 Stürze. Überlebt der Schneestürme 112. 112 Schneestürme überlebt. Ja, sieh mal einer, guck hier. Aber von den Verstauchungen her, 58 zu 41 Lebensmittelvergiftungen?
Da habe ich gedacht, wäre der Unterschied ein bisschen größer gewesen. Ein Lagerkoller. Tja, Freunde der Sonne, was soll ich sagen? Es tut mir sehr leid. Da war ich machtlos. Es macht aber überhaupt keinen Sinn, nach Fehlern zu suchen. Ne? Klar, ich hätte den Bären nicht unbedingt anschießen müssen. Wollte ich aber, das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, ist jetzt so, dass ich dann zweimal hintereinander in der Anglerhütte vom Bären angegriffen werde und auch noch quasi unter der Anglerhütte im Eis liege und mich im Prinzip nicht mal bewegen konnte zwischen den Bärenangriffen, ist meiner Meinung nach ein Bug. Falls das kein Bug sein sollte, also ich kann nicht beurteilen, ob ich mich ganz normal hätte bewegen können, wenn der zweite Bärenangriff nicht gekommen wäre. Also ob ich in der Hütte wieder ganz normal gestanden hätte und nicht unter der Hütte. Kann ich nicht beurteilen. Es ist mir allerdings noch nie passiert, dass ich zweimal hintereinander vom gleichen Bären an derselben Stelle, ohne mich zwischendurch irgendwie bewegt zu haben, angegriffen worden bin. Das ist mir noch nie passiert und ich glaube auch nicht, dass das gewollt ist. Normalerweise sind die Bären ja dann so, sie lassen dann von einem ab und haben sich auch in der Zeit, wo man wieder zu Bewusstsein kommt und aufsteht, haben die sich ja normalerweise schon wieder entfernt. Ne? Ich vermute mal, dass der Bär festgebackt war, so wie ich auch festgebackt war, wie ich glaube. Naja, ist jetzt so. Das dürfte eigentlich die Freitagsfolge gewesen sein. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jawohl. Das heißt, heute ist Livestream. Das heißt, ihr werdet diese Folge nach dem Livestream erst sehen, wenn ihr sie seht. Ich muss mir mal überlegen, ob ich Samstag direkt mit einer neuen Staffel beginne. Es wird eine neue Staffel geben, gar keine Frage. Ich werde mir überlegen, wie ich anfange. Ich werde mir ein bisschen Taktik überlegen, was am sinnvollsten ist. Ich würde gerne, wirklich sehr, sehr gerne, weil mich das einfach reizt, am Wolfsberg starten und zwar auf Stalker. Was anderes macht keinen Sinn als Schwierigkeitsgrad für mich. Ich weiß allerdings, dass der Start am Wolfsberg auf Stalker hart wird. Ich habe das mal ein paar Mal getestet und das ist schon nicht ohne. Aber gucken wir mal. Sei es drum. Gretchen ist tot. Es tut mir sehr leid um Gretchen. 254 Tage ist auf jeden Fall ein deutlicher Rekord. Da werden wir so schnell nicht mehr drankommen. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht. Das müssten jetzt über 160 Folgen in der Staffel gewesen sein. Ne? Kann das sein? Ja, irgendwie sowas. Ich werde mir auf jeden Fall irgendwie mal überlegen, wie ich neu starten werde. Es kann sein, dass ich Samstag, Sonntag mit The Long Dark erstmal pausieren werde und dann ab Montag wieder The Long Dark bringen werde. Muss ich auch mal gucken. Das können wir eventuell... Vielleicht werde ich diese Freitagsfolge so veröffentlichen, dass ihr die Chance habt, die vor dem Livestream zu sehen. Wobei das auch wieder blöd ist, ne? Weil das dann vielleicht nicht alle sehen können. Und dann könnte man ja im Livestream schlecht besprechen, so wie geht's denn jetzt weiter. Weil ich will auch keinen Spoilern halten. Ach, ärgerlich. Das ärgert mich wirklich. Na gut. Macht mal nix. Ich würde sagen, Klaus ist raus. Wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren und das Däumchen nach oben nicht vergessen. Und dann sehen wir uns mit einer neuen Staffel von The Long Dark in naher Zukunft wieder. Bis dahin. Tschüss.